Und wieder mal heißt es willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Colossus mit eurem Oldschool Player. Ja, im letzten Part hatten wir einen Geysir-Titan vor uns, der uns ein bisschen genervt hat, aber den wir letzten Endes doch besiegen konnten. Und jetzt kommt Titan Nummer 10 dran. Und ich glaube, ich kann mich auch erinnern. Also diesmal wirklich erinnern, wer das war. Die Augen waren schon ein guter Hinweis. Und entweder ist es jetzt der, den ich meine, dass das ist, oder es ist schon wieder ein anderer, den ich trotzdem kenne, aber ihn nicht jetzt in der Reihenfolge so erwartet hätte. Aber naja, lassen wir es einfach mal überraschen und folgen einfach mal dem Lichtstrahl. Denn wie ihr wisst, das Licht wird uns weisen zum nächsten Titan. Der ist da hinten. Okay, dann ist er halt da hinten. Müssen wir halt ein Stückchen reiten. La 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 la. Im Prinzip sind wir in unserem Kampf hier gegen die Titanen ganz allein. Oder fast allein. Den einzigen, den wir haben, ist Argo, unser Pferd. Ansonsten sind wir quasi in dieser großen, weiten Welt ganz allein. Denn unsere Freundin, ja, habt ihr gesehen, was mit dir los ist? Die liegt ja relativ tot auf dem Altar. Und wir müssen uns halt zur Aufgabe machen und sie wieder erwecken. Muss ich jetzt gerade eigentlich hin? Ich sehe gerade, obwohl ich kann mir gerade die Lichtstrahlen ein bisschen zunutze machen. Dahin zeigt das Licht. Und wo das Licht hin zeigt, dahin müssen wir auch reiten. Auch wenn ich gerade ride like the drunken rider. Boah, ich schreite hier gerade, als hätte ich. Als hätte Wanda erstmal vorher ein richtiges Fass voll mit Rum geleert, bevor er sich aufs Pferd gesetzt hat. Ja, der Titan ist jetzt ist in der Richtung, aber bin ich jetzt hier vollkommen falsch? Ich glaube, ich erinnere mich nämlich an diesen Weg und wir waren doch schon mal hier falsch. Ach, ich folge einfach dem Licht und hoffe, dass er mich in die richtige Richtung führt. Der Lichtstrahl. Oh, ein Vogel, der uns auf unserem Ritt begleitet. Okay, da ist die Brücke. Der Vogel begleitet uns. Und ich glaube, wir sind schon wieder auf der falschen Fährte. Beziehungsweise da hinten sehe ich eine Brücke. Gut, ich sag die Zeit, okay, 4 Minuten, das dauert mir gerade ein bisschen lange. Ich werde da vorne über die Brücke reiten und würde mal sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn etwas Interessantes passiert. Also, bis gleich.
Okay, wir scheinen endlich am Ziel angekommen zu sein, denn das hier ist ein Areal, das kommt mir bekannt vor. Genau. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben das Areal gefunden, das ich gesucht habe. Und da kommt auch schon unser Gegner. Es ist ein Sandwurm oder so. Mit einem ziemlich epischen Soundtrack. Oh, ja, jetzt hat er mich volle Kanne runtergebasht. Wenn wir ihn rammen, dann macht das offensichtlich ziemlich bösen Schaden. Das heißt, da sollten wir ausweichen. Wenn wir so direkt vor ihm unterwegs sind. Er ist ja quasi gerade direkt hinter uns. Ihr habt es gerade vielleicht schon gesehen, die Augen sind seine Schwachstelle. Und seine Augen treffen. Komm, verfolgt mich. Diesen Kampf kann man übrigens nur auf dem Rücken von Argo führen, ansonsten funktioniert das nicht. Denn ihr habt gesehen, wie schnell dieses Vieh ist. Und zwar sehr, sehr schnell. Wow! Ja, Auge getroffen. Bams, und genau das war's, was wir erreichen müssen. Dass er sich den Kopf stößt. Schnell, 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 schnell. Nein, nicht runterfallen. Oh, Wanda. Ja, da ist ein Schwachpunkt. Im Prinzip ein sehr, sehr einfacher Gegner, muss man sagen. Weil ihr seht schon, wie schnell der gerade besiegt ist. Gut, ich glaube, mehr können wir jetzt nicht treffen. Und im Prinzip nochmal das gleiche jetzt. Einfach losreiten und warten, bis er uns verfolgt. Und dann ihn sogleich attackieren mit unseren Pfeilen. Und zwar in sein Auge. Denn er macht den gleichen Kram zweimal. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, oder?
Und wieder ist er bewusstlos. Jetzt schnell hin. Denn das hält auch bloß eine Weile. Das hält nicht ewig. Deswegen müssen wir uns wirklich beeilen. Das könnte mal ein relativ schneller Blitzig werden hier. Ja, ich glaube, das war's mit dir. Das war's. Also das muss ich gerade sagen, war jetzt der schnellste Titansieg, den ich bisher errungen habe in diesem Let's Play. Und das war der 10. Der ging ja richtig schnell. Da bin ich gerade sehr mit zufrieden. Der See, ja. Auch dieser Titan ist nicht wirklich schwierig, wenn man erst einmal raus hat, wie er funktioniert. Und ich muss sagen, er funktioniert recht simpel. Er kann etwas nervig werden, aber er funktioniert recht simpel. Und da ich gerade abgezogen mit der Zeit, die ich jetzt für den Ritt zum Titan verblendet habe, wenn ich das so berechne, dann werde ich die restliche Zeit noch nutzen und jetzt einfach mal zum Seelenreiten. Um diese Zeit auch ein bisschen zu füllen. Und ich kann euch derweil ja ein bisschen über Aiko erzählen. Es gab, glaube ich, Gerüchte, dass Aiko und Shadow of the Colossus irgendwie zusammenhängen. Ich muss sagen, ich kann diese Gerüchte nicht wirklich unterstützen, weil ich finde, dass, auch wenn ich es bisher nur gesehen habe, auch wenn ich mich kaum daran erinnern kann, dass Aiko und Shadow of the Colossus zwei verschiedene Geschichten sind. Und wer das Spiel kennt, der wird relativ schnell merken, dass es so ist. Weil, erstens mal sind die Storys anders. Und zweitens mal unterscheiden sich die Hauptfiguren vom Aussehen her um Meilen. Übrigens, Aiko, ich selbst habe es noch nicht. Aber ich habe ja irgendwann mal mir vorgenommen, dieses Game zu let's playen.
Das war eine Planung, die ich schon relativ früh gemacht hatte. Nämlich damals, als ich schon meine damalige Projektliste erstellt hatte. Irgendwann hatte ich dann aufgehört, diese Excel-Projekt-Spielliste zu erstellen. Also ich weiß nicht, ob der Link dazu noch da ist. Ich glaube nicht. Die Liste wird nicht mehr aktuell sein. Dafür mache ich heute, wie gesagt, Ankündigungs-, also Infovideos, um diese Projekte anzukündigen. Jetzt sehen wir mal gerade, wie schön groß und liebevoll gestalterisch diese gewaltige Brücke designt wurde. Wie gesagt, ich kann mich der Meinung nur anschließen, dass das Spiel ein einziges Kunstwerk ist, Shadow of the Colossus. Weil ich kenne in der gesamten Geschichte, also nicht mal von God of War, ein Spiel, das solche, das die Idee hatte wie Shadow of the Colossus, weil hier gibt's, wie gesagt, keine random Gegner. Es gibt nur die Titanen, beziehungsweise Kolosse. Das sind die einzigen Gegner im Spiel. Was auf den ersten Blick nach einem reinen Boss-Game klingt, aber wer es einmal gespielt hat, der weiß nach dem ersten Mal, wie verdammt nochmal episch dieses Spiel ist. Und ich kann dieses Spiel nur sehr hoch loben. Es ist wirklich, ja, ich muss sagen, es ist fast sogar auch damals grafisch gesehen, glaube ich, ein Meilenstein der Videospielgeschichte. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Wohin führt der Lichtstrahl mich? Weil irgendwie scheint der Lichtstrahl mich gerade auf die Brücke zu führen. Irgendwas ist hier gerade merkwürdig. Ja, gut. Ich bin gerade ein bisschen am Rätseln, wohin mich jetzt der Lichtstrahl führen will. Denn er zeigt offensichtlich in diese Richtung. Aber... Achso, ich sehe gerade da hinten. Ja, jetzt dreht das Licht wieder. Das Licht weist mich unter die Erde. Also hierhin. Und das kann einen doch so ziemlich verwirren. Merke ich gerade. Der Titan ist gerade nicht das Problem. Das Problem ist gerade eher der Weg dahin. Moment mal, was ist denn das hier? Sieht so verdächtig aus, diese Oase. Hier ist Wasser. Von einem See war doch die Rede gewesen. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier gerade ganz gewaltig nicht. Hier muss irgendwo was sein. Hier muss irgendwo ein Eingang oder sowas sein. Der mich weiterführt. Weil dem Licht kann ich gerade irgendwie nicht ganz folgen. Es führt mich und mein Pferd komplett in die Irre.
Tja, und plötzlich ändert sich irgendwann das Licht. Okay, das war jetzt ein... Ja, ich glaube, das musste gerade mal sein. Weil ich wollte rausfinden, was da unten ist. Und wie ich sehe, hat es mich auf die richtige Spur geführt. Denn hier unten scheint ein Tempel zu sein. Ja, man musste es scheinbar tun. Ah, wir sind an einem Tempel angelangt. Tja, aber wie wird's gerade weitergehen? Das werdet ihr im nächsten Part erfahren von Let's Play Shadow of the Colossus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.